Und in den vergangenen Monaten und Jahren wurde einfach deutlich, dass ich, glaube ich, mittlerweile sagen kann, dass meine Stärken nicht nur auf dem Rasen liegen als Trainer und im Coaching, sondern dass ich auch immer schon Spaß hatte an strukturellen Sachen und an konzeptionellen Dingen. Und diese beiden Sachen sind natürlich in dieser Funktion elementar und wichtig einfach, dass man diese beiden Arme, nämlich Konzeption, Struktur zum einen, aber auch dann Fußball-Know-how, Coaching-Know-how zum anderen vereinen muss. Und dementsprechend ist es einfach für mich die absolute Nummer eins gewesen und ich wollte den Job unbedingt und deshalb bin ich auch happy, dass es geklappt hat.